guter Ton dabei. Natürlich. Vorsicht. Ton dabei. Also eigentlich wollte ich ja das Fernseher gucken, aber mein Fernseher spinnt irgendwie ein bisschen und es kommen die ganzen Programme immer durcheinander und ich wollte jetzt einfach mitgucken lassen. Liebe Hausfrauen, wir bringen Ihnen jetzt ein Kochrezept für ein Sonntagsessen, das Ihre Familie begeistern muss. Hier ist der Landflug. Wir wenden uns heute besonders an die Schweinezüchter unter unseren Zuhörern. Für unsere jungen Mütter haben wir nun ein paar nützliche Hinweise zur praktischen Säuglingspflege. Liebe Sportfreunde, wir übertragen jetzt den Boxkampf Ali gegen Nordholz. Die Kämpfer sind bereits im Ring und wurden vom Ringrichter in die Mitte gerufen. Herr Voller, zieh auf! Ein Pfund Kartoffeln zu schälen und Loren zu putzen. Danach bereitet man das Schnitzel vor, indem man kräftigen schwarzen Pfeffer nach den Bohren des Babys einführt. Dazu nimmt man am besten ein Hölzchen mit Watte, damit die kleinen Schweinchen sich richtig wohlfühlen. Aber auch das Mutterschwein braucht Pflege. Ansonsten wird es die siebte Runde nicht überspielen. Ali, vorsichtig geworden. Er hält größeren Abstand zu Nordholm. Jetzt geht er blitzschnell nach vorn und schlägt einen rechten Aufwärtshaken genau in die Schüssel mit dem Gemüse. Weiterverarbeitet werden kann, wenn das Wasser richtig kocht. Wird das für Baby gewartet, das fühlt es sich gut und wohl. Nach etwa 10 Minuten ist es gar. Dann probiert mit einer Gabel, ob es weich genug ist und streut etwas geriebene Muskatnuss darüber. Dann holt man die Bratpfanne. Und schlägt Ali genau auf die Kinnspitze. Das gefällt ihm natürlich nicht. Er ist wütend und stürzt sich in den Schweinetrog. Der Verhalten mit. Die Tiere mögen es auch ganz gern, wenn klein gehacktes Stroh in das Babybettchen gelegt wird. Man muss nur darauf achten, dass die Windeln bei beiden Boxen genau sitzen. Die Kämpfer glänzen im Licht der Scheinwerfer. Der Schweiß fließt in Strömen, aber Brühe wird gleich weggegossen. Sie würde sowieso nicht besonders schmecken. Als letztes können wir Schokoladenpudding in das Haar einreiben, damit sich unser kleiner Liebling hübsch gepflegt aus. Das Mutterschwein legt sich zufrieden grunzend in den Boxring. Beide Kämpfer stolpern, stoßen mit den Köpfen zusammen und stürzen mitten auf den festlich gedeckten Tisch. Wir wünschen guten Appetit und verabschieden uns. Oh Gott. Atmen! 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 Nächsten Kochrezept! Auf Wiedersehen! Im Kinderzimmer sagen auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und raten zum Schluss allen jungen Müttern öfter mal ausmisten! Das schützt die Vorkehr vor Krankheiten und sorgt dafür, dass sie K.O. geht. Der Ringrichter zählt bis 9. Keiner der beiden kommt hoch auf Wiedersehen. Der Kampf ist aus. Leider werden die armen Schweine später geschlachtet. So ist der Lauf der Welt. Der Landflug ist beendet. Auf Wiedersehen.
wir nach der nächsten Runde, oder?